Einen echten Prinzen treffe ich heute in einer Buchhandlung in Hannover. Sebastian Krumbiegel. Ein Begrüßungsküsschen gibt's nicht, denn Küssen ist verboten, wissen Sie ja. Was Sie vielleicht nicht wissen, Krumbiegels Vorname geht auf niemand Geringeren zurück als auf Johann Sebastian Bach. Ich habe ja zufällig hier so ein paar Noten gefunden. Noten ist ganz schlecht. Also, können Sie denn so aus dem Stegreif was von Bach spielen? Aus dem Stegreif ja, aber nach Noten sieht es bei mir ganz schlecht aus. Weil ich kann nach Noten einigermaßen singen, aber Klavierspielen habe ich mir immer nur nach Hören beigebracht. Dann packen wir die Noten ganz schnell wieder weg. Aber ich kann dir was von Bach vorspielen. Echt? Ja, super. Pass super gerne. Und zwar ist das einzige Ding von Bach, das ich jemals gespielt habe. Das habe ich zur Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule gespielt. Ja. Und zur Abschlussprüfung. Oh. Hey, hey. Bravo. Yeah. Ja, Sie haben ja selber im Thomana-Chor gesungen, Hand aufs Herz. War das was, was Sie sich so als Kind selber ausgesucht haben? Oder haben Sie Ihre Eltern da vielleicht so ein bisschen auf die Spur gebracht? Also als Zehnjähriger kannst du so eine Entscheidung gar nicht treffen. Aber ich wollte trotzdem dahin. Ich wollte schon mal deswegen dahin, weil mein großer Bruder da auch war. Und du willst ja immer irgendwie deinem großen Bruder hinterher. Und da kenne ich dich, Baby. Ja, ich kenne ihn echt gut. Während Sie im Thomana-Chor gesungen haben, haben Sie aber auch schon eine Rockband gegründet. Und noch mal irgendwann kamen die Prinzen im letzten Jahr, 25-jähriges Jubiläum haben Sie gefeiert mit den Herren. Wir gucken uns einmal mal ein paar Ausschnitte an. Da werden bestimmt auch bei Ihnen Erinnerungen wach. Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals mehr. Wäre so gerne Millionär, millionenschwer. Manchmal wäre einen Song haben wir nicht gehört, weil wir den tatsächlich, man mag es kaum glauben, bei uns im Archiv gar nicht gefunden haben. Und das ist Du musst ein Schwein sein. Warum habt ihr den nicht gefunden? Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Wie ging der denn nochmal? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich bin ja der Meinung, wenn ich alleine unterwegs bin, dann bin ich alleine unterwegs. Ich mache nie bei meinen Solotouren singe ich Prinzensongs, weil die Prinzen sind nach wie vor gut unterwegs. Wir haben dieses Jahr 60 Konzerte vor der Brust und ich würde mir da immer so ein bisschen schäbig vorkommen, wenn ich mich jetzt mit diesen Federn schmücken würde. In einer Band ist es ja so, da kann man sich das ja nicht erlauben, ein Schwein zu sein. Und Sie haben es ja sehr lange miteinander ausgehalten, nach wie vor. Wie sind so Ihre Tipps für ein gutes, menschliches Miteinander? Wir kennen uns wirklich seit unserer Kindheit. Tobias kenne ich, da war ich dritte Klasse. Wolfgang kenne ich, da war ich vierte Klasse. Henry kenne ich seit der fünften Klasse. Jens ist der Neue sozusagen, den habe ich eben erst 1987 kennengelernt. Mhm. Ja? Und wenn du dich so lange kennst, logisch zickst du dich da voll. Aber ich glaube, und das ist das, was uns wirklich auszeichnet, du lernst eben auch damit umzugehen, dass der andere anders ist. Und du weißt, was du aneinander hast. Und deswegen, und das ist glaube ich auch noch ein Geheimnis, du machst zwischendurch mal andere Sachen. Du gehst mal fremd, du gehst irgendwo anders hin, du machst eine Solotour, du schreibst mal ein Buch zum Beispiel. Mhm. Yeah. 1a Stichwort, denn nicht umsonst haben wir uns heute im Buchhandel verabredet. Courage zeigen, Krumbiegels Herzensthema und der Titel seines Buches. Gab es in Ihrem Leben mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ah Mensch, da habe ich gekniffen? Auf jeden Fall. Was war das für ein Moment? Ach, mehrere Momente. Also einer, der vielleicht der plakativste ist, ist der legendäre 9. Oktober 1989 bei der friedlichen Revolution in meiner Heimatstadt Leipzig. Ich war seit Mitte September bei den Montagsdemos, habe am 2. Oktober gesehen, wie die Polizei reingedroschen hat und wie die scharfen Hunde auf die Demonstranten losgelassen worden sind und war dann die Woche drauf, am 9. Oktober, zu feige dahin zu gehen. Und das muss ich, das ist mir im Nachhinein alles noch total unangenehm. Und da schäme ich mich eigentlich sogar ein bisschen für. Unser Trommler Ali, der sagt heute noch, wo warst denn du eigentlich am 9. Oktober 89? Ich war ja dabei. Du warst nicht dabei. Genau, einen Monat später, am 9. November, ist dann tatsächlich ja die Mauer gefallen. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie beim 11. September. Jeder kann sich irgendwie erinnern, wo er war. Ich weiß es auch noch ganz genau. Ich saß mit Hast du da überhaupt schon gelebt? Ja, na, selbstverständlich. Hey, hey. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass meine Mutter, dass wir vom Fernseher saßen, meine Mutter gesagt hat, mit Tränen in den Augen, hier passiert jetzt Geschichte. Guck dir das genau an. Und ich war wirklich noch ein kleines Mädchen. Ich habe gemerkt, wie bewegt meine Mutter war. Wie haben Sie diesen Tag wahrgenommen? Ich war in Leipzig im Kabarett. Und das war sehr
lustig, weil Kabarett war in Leipzig oder in der DDR allgemein immer eine Nischenkultur, die niemals in den Medien stattfand, die niemals im Fernsehen stattfand, war wirklich die Keller, wo das stattfand. Und das war dann so ein kleines Aufbegehren. Man hat so ein bisschen auf das System geschimpft, aber immer so im Rahmen. Und dann war an dem Abend eben, ihr habt ja gehört, was in Berlin gerade passiert. Und das war schon schräg. Wir saßen in Leipzig und haben dann auf einmal gehört, die Mauer ist gefallen. Das war schon irgendwie ein bewegender oder ein denkwürdiger Augenblick. Ich glaube, wir haben uns erstmal stilvoll betrunken und haben das gefeiert. Also ich glaube wirklich, wir haben erstmal wirklich irgendwie, fanden das natürlich geil, ja, dass irgendwie auf einmal wurde Geschichte geschrieben sozusagen. Zum 25-jährigen Jubiläum der Prinzen haben Sie uns mal gesagt, dass Sie eigentlich gar nicht so nach hinten schauen, zurückblicken, sondern eher nach vorne. Da hören wir mal schnell rein. Klar ist das irgendwie schön zu wissen, dass wir 25 Jahre dabei sind, dass wir nach wie vor einen Haufen Sympathisanten haben. Aber ich glaube, das Wichtigste liegt wirklich noch vor uns. Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahrzehnte? Ich habe als Kind immer davon geträumt, mal ins All zu fliegen, mal rauszufliegen. Aber ich fürchte, das werde ich nicht mehr erleben. Vielleicht werden unsere Kinder oder unsere Enkel, für die wir das normal sind, dass die da rauszischen und dass die mal den blauen Planeten von draußen sehen. Und vielleicht dadurch endlich checken, dass es müßig ist und sinnlos ist, sich immer gegenseitig auf die Mütze zu hauen. Wir sollten darauf achten, gut miteinander klarzukommen. Im Kleinen und im Großen.